Da wir hier im Dschungel angekommen sind, sehen wir uns doch mal das Jungle Obby an. Wie schwer es ist. Get to the end for reward mit Totenkopf. Creepy Leute. Und der Timer läuft. Wir müssen schnell rüber. Schon kleine Trittflächen hier nur. Oh, nein. Und Mist. Das hat nicht mehr gereicht. Und ein neuer Versuch. Der Counter geht von vorne los. Nein. Und nochmal versemmelt. Jetzt aber, oder? Alle guten Dinge sind drei. Ja, ja. Gut timen hier mit dem Springen. Oh, da wird schmal. Und, oh. Das hat hier gerüttelt. Ah, da steht Gefahr. Fallen Rocks. Okay. Wie war das? Aller guten Dinge sind vier, habe ich gehört. Weiter, weiter, weiter. Jo, 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 jo. Sieht doch schon mal besser aus, oder? Gutes Timing diesmal. Jetzt dürfen wir uns aber nicht von dem Stein treffen lassen. Das warte ich halt geschwind. Okay, und jetzt gleich hinterher, oder? Brauchen wir irgendwelche Einbuchtungen oder so? Oh, da kommt nämlich der nächste, genau. Schnell da rein und hinterher. Und wieder gucken, dass wir hier irgendeine Stelle haben, wo wir ausweichen können. Ja, hier. Na, war auch wieder nötig. Und schnell runter. Boah, das war ein langer Weg. Nicht, dass uns die nächste Kugel schon erwischt. Boah, das war jetzt aber auch knapp. Hing mir ja auch schon voll dran. Und knappe 50 Sekunden. Und lauter. Ja, lauter Äxte hier, die einen weghauen. Eine Minute. Eine Minute fünf, ja, und ich sehe schon das Ziel. Ja gut, das geht auch noch schneller, aber eine Minute 89. Ja, und damit haben wir hier eine schöne Belohnung mitgenommen. Genau, Leute, und so sieht das Jungle Obby aus. Falls ihr mehr sehen wollt, dann hier auf das nächste Video.